Ja. Okay. Männchen, Weibchen? Ja. Okay. Die haben ja immer nur ein Level 1. Deswegen war es so lang ruhig. Ein White Rex, nicht schlecht. Karte ist wirklich hübsch. Egal, alles mitnehmen. Kann ja nichts Neues spawnen sonst. Wenn die zu alt sind, ne? Kennst das ja. Ist der Redwood-Ansatz gewesen? Da oben wohnt auch jemand, da steht nämlich im Windrad. Okay, das sieht sehr komfortabel aus. Spartanisch, Hauptsache ein geiles Bett. Leisi, nee. Leis Imperium. Oh. Der hat die Dodomanie. Hier stehen Dodos. Und Dodos. Aber schön. So ganz spartanisch. Cool, gefällt mir. Er hat ein. Was sind das denn für Pferde? Hier lebt My Little Pony oder was? Okay. Okay, sehr komische Pferde. Die Pferdemod. Die sehen aus wie Mr. Ed. Nee, der zieht mal was anderes. Drei natürlich einige wieder da rechts rum und links rum. Ja. Geht halt gerade nicht. Ja, das höchste, was ich jetzt an deinen Onni-Schuss gesehen habe, ist 173. Ei oder Tier? Hier. Ja, nee, Tiere sind mir doch egal. Das sind die Eier. Ja, die liegen ja auch so nahe, ja. Ich habe ein 193er Ei in der Tasche. Gefunden. Das sieht aus wie da, wo wir das erste Mal Eier geklaut haben. Okay, das sind Schafe. Da ist sogar ein Sven bei. Wo geht's denn hin?
sind Chiboas. Die Schlucht ist verdammt groß. Sind ja nicht überall Nester, nur an bestimmten Stellen. Naja, muss aber trotzdem die ganze Schlucht abfliegen, um die Stellen zu finden. Jo, ich glaube da hoch oder so, dann war das da. Ein Anko? Onko, Onko? Ja. Yep. Da hatte ich doch hier so eine Todesserie. Jo, da sehe ich rote Zahlen. Achso, das ist die Basis von demjenigen. Hat mich hier... Da irgendwie mal mit einschreiten oder so? Anscheinend nicht. Tja, sieht wohl nicht so aus, oder ich täusche mich. Oder gibt's nicht mehr. Da wo ich gerade bin, war eigentlich auch immer Nester. Ist ja auch ewig her. Ist noch nie so lange hier. So lange. Hier ist gar nichts mehr. Also die nur noch in der Schlucht. Ich meine, die laufen ja jetzt auch durch den Wald. Vielleicht gibt es auch noch wilde Nester. Wer weiß das denn schon? Die Eier in Sicherheit bringen und ab nach Dingens da. Hast du nicht gesagt, hier gibt es auch Drachen? Ja. Wo soll es die denn geben? Im Eis? Im Eis Drachen? Nur Eisdrachen oder was? Da ist auch ein Vulkan. Okay. Vulkan im Eis? Hört sich spannend an. Mann, du blöder Raptor, ich will absteigen. Kannst du mal krepieren? Auch für Dracheneier brauchen wir definitiv Klimatronik und so ein Zeug. Die alle von oben runter geflogen. Ja. Hast du schon Eier gefunden? Kleine finde ich hier nur. Dranbleiben, einfach dranbleiben. Ein bisschen wieder in der Schlucht, wo wir schon waren oder woanders? Ich bin aus der Schlucht jetzt raus. Da warst du die ganze Zeit da, wo wir schon waren. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Na, da, wo wir uns getroffen haben. Nee, da war ich schon lange nicht mehr. Okay. Ist ja einfacher. Musst du ihn so erschrecken? Also doch, die Schlucht, wo wir die ganze Zeit waren, ja. Bin ja nicht in der Schlucht drin, Mann. Wo sind denn dann die Eier?
Zeig weiß mal. Ich doch nie. Die bescheuerten Eier habe ich in der Tasche. Klar, aber wo hast du die gesammelt? In der Schlucht oder woanders? Hier oben habe ich sie gesammelt. Okay, wo denn hier oben? Da ist wieder eins. Ah, hier. Ein 70er. Alles mitnehmen. Genau, das ist doch das hier oben, was ich gesucht hatte. Ja, wieder ein 73er Ei. Jetzt hat er bei dir reingetan. Und ist doch nicht schlimm. Ja, dann sind da jetzt zwei 73er. Das ist die Stelle hier, die ich die ganze Zeit gesucht habe, wo die Eier auf der Oberfläche liegen. Hier laufen auch fast nur 73er rum, aber jetzt waren 126er dabei. Na, vorhin hatte ich hier einen 173er. Ruhig für die Jonichusse. Na ja, doch, das ist die Stelle vom ersten Eierklau. Man noch versucht hier oben die so zu machen und so weiter. Na, da sind wir runter in eine Schlucht. Wir hätten hier neu gestartet, wir wollten ja schon mit Level 10 oder so unbedingt der Jonichus haben. Mhm. Das war natürlich ein großes Gesterbe. Ja klar, was willst du da erwarten? Gut, du hast ein besseres Auge, ich sehe hier kein einziges Nest. Ich hüpfe mal wieder in die Schlucht, ist vielleicht wieder was da? Na, ich bin am anderen Ende von der Schlucht jetzt. Richtung in der Nähe vom Redwood. Vielleicht ja hier Glück. Glaube ich zwar nicht. Aber hier fallen eher Raptoren runter. Hier laufen mir auch ständig Raptoren vor die Nase. Die greifen sich auch gegenseitig gar nicht mehr an, wie es aussieht. Nö. Siemer Tech Raptor. Jo. Deswegen sind wir nicht hier. Wenn wir einen haben willst, schießen wir doch. Wir gehen mit dem K. Hini an. Das ist schnell erledigt. Hast ja sogar jetzt den die Pferd. Nee, Lamm. Ja, genau. Lamm, nicht Pferd. Lammfleisch. Geht ja noch viel schneller. Kann auch zu dir kommen, den in den Krallen halten und du schießt ihn down. Nee. Okay, da ja nicht Party. Und so schöne dabei. Echt gut geworden.
Aber wenn man überlegt, mal wieder Mod, ne? Nix Entwickler. Da ist schon wieder ein neues Ei drin, da geht doch. Passt doch, 186 und 193 sind doch zwei schöne Eier. Oder nicht? Mhm. Dann haben wir doch zwei, jeder ein gutes. Vielleicht kommen ja sogar Zwillinge raus. Oder zwei Kerle. Oder in beiden ist ein Zwillingspärchen. 186 und 193, das ist okay. Da ist der Unterschied nicht so gewaltig. Finde ich. Höhle gefunden? Jo. Geht da so rechts und links und rechts und links. Und dann... Nein, da ist ein Brummen drin. Okay. Hast du die Cave, die es wahrscheinlich hier auch gibt, gefunden? Komm mal her. Ja, du musst leider dich noch einen Augenblick gedulden. Hey, Waldfee. Ich durchfliege nochmal die Schlucht, weil ein Nest ist ein bisschen wenig. Ich glaube, ich habe viel übersehen. Nicht, dass ich jetzt noch ein schönes Ei übersehe. Und dann komme ich. Aber wir haben zwei gute Eier. 186 und 193. Ist okay. Das ist 7 Level Unterschied. Gar kein Problem. Da geh ich doch mal gucken. Dachchen, Olli, und dann Dachchen. You're recovered, 100 Gold Coins. Ja, ja, hier ist der Shop und das alles ja nicht synchro. Ich hab 200 wieder, also man könnte schon wieder Kleinigkeiten kaufen. Aber ist auch nicht schlimm. Ach, Wasserkanyon bin ich rausgekommen. Ist ein Durchgang, na super. Du brauchst nicht herkommen. Okay, kein Brummen in der Höhle. Da war ein Brummen, aber... Wohl eher im Kopf. Tret dich gleich. Ja, bitte. Ja, bitte. Ich habe nämlich gerade... Belegungen quersitzen. Das könnte helfen. Oh, 186 hat da Jonny-Schutz. Da ist ja das Elfentier. Wenn das Vieh spawnt, spawnen auch die Eier. Irgendwie so. Er kann ja jetzt nicht sein, ein Nest. Da waren noch mehr Nester. Da verschwinden die Nester mit den Eiern. Nee. Nö. Oh, 200er Raptor. Das ist schon groß. Oh, ich muss gleich die Fenster aufmachen. Hier wird es gerade bullenwarm. Doch, das fängt an zu stinken. Nee. 126 Ei. Ja, super, läuft doch. Lass ja deine Schuhe an. Warum sollte es dann also hier riechen? Vor allen Dingen, woher willst du wissen, ob ich Schuhe anhabe? Jetzt würden wir es riechen. Hä? Was? Nix, hä? Hörgerät. Was? Oh, Rüstung, eine Nerdbrille. Ja, das ist doch die Brille. Das sind die Lustklops, die du vorhin auch aufhattest.
Das war ein Skin. Jetzt habe ich eine richtige. Okay. Marode. Und ein Boomerang. Was läuft bei dir? Ich finde kein weiteres Nest mehr. Was ist der wie verhext? War doch vorhin hier durch und da waren hier 3, 4 Nester. Jetzt hätte ich doch nicht so viele tolle Eier. Oh Gott. Das klingt falsch. Nein, nein, das klingt gut. Sagt nichts. Sagt nichts. Nichts und niemand. Ruhe. Aus. Pfui. Was ist mit dir los? Ja, schon wieder. Wer ist er? Du. Da treibst du dich in meinem Jagdrevier rum. Dein Jagdrevier? Unglaublich. Erst cheatest du dich immer vor. Und jetzt sowas. Echt unglaublich. Kein Nest. Aber gar keins mehr. So blind kann man doch gar nicht sein. Und jetzt sag nicht, oh doch, du schon. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du nichts Nettes sagen kannst. Den Spruch hast du mir schon wieder geklaut. Nein, ich hab die schon mal gedrückt. Nee, genauso wie. Warum? Ja, bei wegen. Aber als du den rausgehauen hast. Aber ich kriegte Bauchschmerzen. Es tat richtig weh, das Lachen zurückzuhalten. Aber den Spruch hast du von mir. Nee. Oh. Nein, den hatte ich vor kurzem im Film gehört. Deswegen habe ich den benutzt. Aber egal. Ich kann niemandem seinen Spruch glauben. Mein Gedächtnis reicht nicht so weit. Ja, das war's. Also, aber dann haben wir schon mal 3 vernünftige Eier. Falls eins unabsichtlich in der Pfanne landet oder so. Du statt O E drückst. Du statt O E drückst. Schon schwer, wenn du dich jetzt schon vertust. Wer weiß, was dann mit den Eiern passiert. Nee, das ist die letzte Schlucht durch Flug. So, was wollten wir noch hier? Auf Discard. Ich will jetzt nicht hier 3 Stunden Eier. Also. Robocore. Ein paar gute haben wir. Das genügt. Genau, bestimmt wieder sackeschwer, oder? Nö, 4 Kilo geht eigentlich, ne? Kein Ei mehr da, das ist sehr verwunderlich. Kein Nest, nix. Null. Dann despawnen wohl auch die Nester. Na gut.
Nicht, nicht und wieder nicht. Und was Gutes? 26 ja wieder. Das ist aber so ein typischen Klofrauengriff, ne? Ey, ey! Ich klau dir den Sattel. Ich wollte ja eigentlich sagen, den Steffi-Griff, aber das wäre zu unfair. Die ist ja nicht da. Flieg mal hier da hinten in Richtung Lila. Meine Irre ist da hinten die Metallschlucht. Ah ja, ich weiß, was du meinst. Ach, wir haben jetzt gute Eier, jetzt muss mal Schluss sein. Nein, du hast gute gefunden, ich nicht. Als ob das jemals was war. Wir haben doch immer geteilt. Du mir, ich dir. Wäre jetzt nicht hier noch 3 Stunden deswegen rumgleistern. Dummsinn. Vielleicht finden wir ja noch einen Greifen. Einen Greifenzähm. Eine Maßnahme, wenn du mir Darts abgibst. Aber den könnten wir besser auf Ragnar holen. Da kommen die auch her. Mit Lamm lassen die sich natürlich schnell machen. Aber ich habe noch gar keinen gesehen. Hier in den White Cliffs hat sich da auch immer einer rumgetrieben, mindestens. Noch nicht einen gesehen. Leicht entfernt? Glaube ich nicht. Das sieht ganz cool aus, wie so ein Bergrutsch. Also das kleine Paradies hier unten ist auch cool. Ja. Das ist ein bisschen zu warm. Das ist auch immer was zu mäkeln. Typisch Frau. Halt ein Sabbel. Mit sowas darf ich nicht anfangen, das gibt Ärger. Entschuldigung, es war nicht so gemeint. Alter. War nicht so gemeint. Gut, dass ich das mal auf Band habe, auch für YouTube. Das glaubt mir niemals jemand. Ist doch eh nur Quark. Genau, seht ihr? Aber so hab ich. Ja. Und die ist schon wieder müde. Spät. Wer sagt das? Ich gähn gehört. Du und deine Ohren, du hörst das sowieso nicht. Und meine Augen. Siehst nicht, hörst nicht. Kann sich kaum bewegen. Kommt noch dazu. So fies ist sie zu mir, aber ihr glaubt mir das ja nie. Nie, nie, nie. Aber jetzt habt ihr das gehört. Nein, ich nehme gar nicht auf. Nicht euer Ratnamen. Mein Schaf ist weg. Mein Schaf ist weg. Ah ja, klar, du Esel. Wenn ihr Andi in der nächsten halben Stunde nicht mehr hört, das ist nicht schlimm. Ich hab's gekickt. Würdest du nicht tun.
Nee, weil ich Kontra mag. Es gehört sich so, dass ich mal zurückschütteln kann. Eine Bronchiolyse? Andi hatte ganz plötzlich im Real Life ganz dringend was zu erledigen. Ich hab's ja nicht gekickt. 620. Das ist auch nicht so toll. Was denn Real Life? Was ist denn das? Kann man das essen? Es ist schon mal keine Pizza, das kann ich dir sagen. Ach schade, dann kannst du behalten. Andi und ihre Pizza. Würde eigentlich Leonardo heißen, aber. Noch eine schicke Ecke mit einer Insel im Wasser. Du und deinen Inseln, du bist echt reif für die Insel. Kein Wunder. Vielleicht denke ich in deinem Alter auch immer nur an die Insel. Aber es dauert Kein noch. Wunder. Ich bin ja ständig mit dir irgendwo am Zocken. Ja, nu, das ist halt so. Ja, wieso? Es gibt halt Leute, die sich gerne quälen lassen und du gehörst dazu. Nein! Quäle lieber dich. Das schaffst du nicht. Das darf ich. Darf ich mich durch? Jetzt übertreibt man nicht. Jetzt lass mal die Kirsche im Dorf. Kirsche? Habe ich nicht. So. Stell mich jetzt hier hin und mach einen auf beleidigt. Ist ganz schön warm hier, muss ich mal so sagen. Aber sieht, glaube ich, nach dem Himmel nach einer Heatwave aus. Dann vielleicht mal nach Rügner. Könnte man sich dann. Ragnar hat ja allgemein auch ein ziemlich hohes Grundlevel. Noch ein 120er. Was? Ei. Ach, 120. Lobo. Jetzt benimm dich mal. Die Leute müssen ja denken, du hast so eine Krankheit, indem man nur noch Schimpfwörter im Mund nimmt. Logo. Ich kriegt Adi nach dem Stream ein Stück Seife für den Mund auswaschen. Muss ich ja selber schlucken. Warum sollte ich nicht zum Schlucken bis zum Mund auswaschen, aber kläre sowas mal nicht besser. Ich verarsche mit dem Blutblock. Feld, Lehm, Rohr, eine Feldflasche, eine Kettensäge, ein Rockgolem-Sattel. Oh, das ist gut. Alleine für die Feldflasche warte ich hier. Ich warte sowieso immer auf die Drops, egal was da steht. Oh, hier sind voll viele Dionysos unterwegs. Hier muss doch Nester geben. Komm mal zu mir, Andi. Hier pesen echt viele Dionysos so rum. Da hast du hier bei den Nestern Glück. Hier ist auch ein Nest, aber das ist leer. Nennt man Nestflucht. So wie du immer, ja. Hä? Senile Bettflucht. Du. Ich hoffe, ich habe auch noch so ein loses Mundwerk, wenn ich jemand in deinem Alter bin. Weil da fehlt ja nicht mehr voller. So, ich habe eine Feldflasche und eine Ü300er Kettensäge. Wenn du nicht lieb bist, rasiere ich dich damit. Kannst behalten. Komm. Oberlippenbart hat's doch echt wieder nötig.
hab dafür Blueprints für Croplots. Kannst Beta anlegen. Hand und ihre Plots. Rex 26 High Level. Tame ihn. Wir sind wieder ganz viele Daius in der Schlucht. Beim blauen Airdrop, wenn dir das was hilft. Waren 126er bei. Okay. 193er. Ei? Dein Nonni. Dann musst du das Nest suchen in der Nähe. Ja. Ich hab schon Nest. Schöner. 126er Ei. Ja, hier ist bloß nirgendwo ein Nest. Such, Kindchen, such. Oh, Nest gefunden, aber was ist drinne? 33, ja. Okay. Geht da nur ein bisschen, ich meine. Vielleicht hat er da Dionysius in Mathematikunterricht nicht aufgepasst. Komisch, jetzt ist das Nest, was ich gerade gelootet habe, auch wieder futsch. So blind kann man doch gar nicht sein. Aber es sind schon ein paar gute 126 und so weiter. Na gut, die haben das Level dann, wenn sie aus dem Ei kommen, ne? Die kriegen nicht noch hier Tame-Bonus oder so. Aber dafür kannst du sie prägen. Und wenn ich mich richtig entsinne, sogar breeden. Ja. Das ist schon nicht zu verachten. Normalerweise bei den Eiersammlern hast du Schicht. Es gibt nur das Level. Du kannst nicht breeden oder sowas. Boah. Jetzt kriege ich aber gerade Tomaten auf die Augen. Bist du denn mittlerweile zufrieden mit der Ausbeute? Nee. Guck an, die Nester sieht man auch aus der Luft ganz gut. Bitte? Nester sieht man auch aus der Luft ganz gut. Aha. Dann übersehe ich ja hier doch keine Nester, dann sind sie...
tatsächlich verschwinden die Bust, sobald man sie lootet. Ja. Und dann ist die Schlucht hier ganz schön leer. Und das, was ich eben leer gemacht habe, das ist noch da. Dafür ist das andere verschwunden. Gut, da mache ich jetzt die Flatter, weil ich habe keinen Bock mehr. Wo willst du denn? Ragnar. Erstmal nach Hause, Darts machen. Okay, komm mit. Du kannst ja noch weitersuchen, du wolltest ja. Bist ja noch nicht zufrieden mit deiner Ausbeute. Ich hätte dir zwar das 186er gerne gegeben, aber. Find lieber Silber als Geschenk zu nehmen. Weil ich noch keinen Griffin gesehen habe und wir auch nicht genug Darts haben. Finde ich ja jetzt ein Nest mit einem hohen Ei und dann. Oh ja, ich habe eine Idee. Du denn hier? Hier gibt es auch Nester? Was? Was denn? Oh, nicht. Gut, grüner Obel. War doch hier, ne? Hier, wo war's? Alles klar.